Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich, dem Herrn Sofort nebendran. Ja, wir gucken heute mal wieder nach den Daily Masteries hier. So, da haben wir vier Stück wieder zur Auswahl, wie immer, zwei 500 Gems. Einmal ist es der Air-Gitarren-Stan, also der Luftgitarren-Stan. Und ja, zeig mal, da mit Musikkarten macht man den. So, was haben wir denn da? Dann Bluegrass. Stan in Bluegrass. Dann haben wir noch die Furzschule für Hochbegabte. Kannst du rechts den Scrollbalken einfach mal nehmen, einfach mal runter scrollen, so ein bisschen. Furzschule für Hochbegabte. Ah ja, die Boys 12. Ja, Holophon-Hits. Genau. Das sind, aber, also ganz ehrlich, wie man sieht, die Combo ist jetzt nicht wirklich der Bringer. So. Dann als nächstes haben wir den Bandit Bob. Den spiele ich eigentlich mal manchmal auch ganz gerne noch, weil ich habe auch die Furzschule für Hochbegabte, war meine allererste Leggy, die ich damals bekommen habe, war ich mega, mega happy. Danach habe ich so keine Ahnung, wie oft noch gezogen. Diese Karte hat mich wirklich verfolgt. Inzwischen bin ich ganz froh, dass ich die habe. Und der Bandit Bob ist eine sehr, sehr starke Karte. Wenn man mal ganz kurz stehen bleibt bei der Furzschule für Hochbegabten mit dem Bandit Bob, zum Beispiel in Mythic, der ja momentan auch im Pack drin ist. Ihr schaut euch das Ding an da, ja, der ballert richtig rein. Also der tut dann auch schon weh. Also, aber 500 Gems für die Combo ausgeben. Zu Weil wenn ihr viele. zu viel habt, wenn ihr wirklich zu viel Gems übrig habt, ja, dann, ja, es gibt ja Leute, die richtig reinpayen, Was soll ich dann sagen? lohnt sich das schon. So, und Bei der jetzt, Devil Hank, und Jesus, jetzt, Mann. und jetzt, und jetzt, da ist er. Da ist er, der Devil Hank, ja, eine mega geile Combo und die haben sie für 1000 Steine gemacht, ja, Hammer, den werde ich mir jetzt auch gleich hier gönnen, wenn wir nur einmal holen, so, aber das Ding, das ist mega, der Devil Hank, der tut richtig, richtig weh, also eine der besten Combos im ganzen Spiel. Die kaufen wir uns jetzt auch mal hier. Und da ist er auch schon. Mega geil. Also. So, und dann haben wir hier als nächstes noch den Number One Customer. Ja, ist nicht wirklich Teddy in prickelnd. Mythic? Ja, ja, Was? ja. Gibt's doch gar nicht in Mythic. Doch, inzwischen schon. Ne? Gehen wir mal ganz kurz rein. Nö, seit Inzwischen wann gibt denn es. das? Ich habe so lange nicht mehr bei den Mythics geguckt. Ja, bei den Mythics gucken wir mal ganz kurz in die Mythics rein. Da gibt es inzwischen einige. Ne? Aber. Unter anderem eben auch den Teddy. Also die haben da jetzt einiges schon gemacht. Gucken wir mal ganz kurz da rein, was es alles gibt. Es gibt den Dr. Zoidberg, der übrigens momentan mega weh tut. Clawplash. Also die Combo ist übelst. Also wenn der draußen ist und Clawplash wird gespielt, da machst du nichts mehr. Boomhauer, Bullock, Haley, Lila. Haley ist doch voll. Nee, Oder? Haley ist gut. So, Peggy, Professor Professor Farnsworth. Farnsworth, ja, Quagmire, Stan, Stewie und da hinten ist er, der Teddy. Ich kann mich noch erinnern, da gab es damals den Ja. Hammerwerfer-Teddy und der war, oh, was ist das? Fallfighter-Teddy. Der Hammerwerfer-Teddy, der war mega nice, ja, also zumindest in der Anfangszeit, ne, in der Anfangszeit war der cool. War ich immer happy, wenn der rausgespielt wurde. Wo ist er denn? Also, aber ansonsten, wenn ich mir jetzt hier die Kombos angucke, sind die jetzt, da ist er, der olympische Hammerwerfer, genau. Der war richtig cool. Ja. Aber das war's dann eigentlich auch schon so ziemlich, ne? Na gut, also wenn es euch gefallen hat, lasst, oh, das war eine Schrottkarte, Trainingspartner. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss. Mir auch.